Willkommen zurück bei Hearts of Stone und wir beginnen die Folge mit dem Versuch, diesem Wirt hier ein bisschen Drogen anzudrehen. Weil Geld hat er. Ich habe eh so viel Kram, ich könnte ihm eigentlich auch mal ein bisschen Bier andrehen. Diese ganzen 50er essen. Ach komm, hier, 5 Bier für dich. 9-mal Starkbier für dich. Mann, was ich Bier dabei habe. Ich verkaufe jetzt einfach immer mal total viel so Kram. Das ganze Bier trinke ich doch sowieso nie. Und von dem Essen, was ich habe, da nehme ich lieber die, die ein bisschen mehr Essig, ey. Die ein bisschen mehr bringen, wie Schinkenbrötchen zum Beispiel oder Chicken. Hier, gegrilltes Fleisch bringt 80. Ich mache das einfach so in Phasen. Jetzt kriegt er erstmal so viel Bier, wie er überhaupt verkaufen kann. Was gibt's hier noch? Apfelsaft ist nicht schlecht. Schweinefleisch ist auch nicht schlecht. Ziegenmilch. Nicht so geil. Himbeersaft. Egg. Gegrilltes Hühnerbein. Verbranntes Brot. Ausgenommener Fisch. Was habe ich denn da alles eingesammelt im Laufe der Jahre, muss ich fast sagen. Ne, der Apfelsaft ist cool. Blaubeeren. Süßes Brötchen. Ein Ei. Ah ja, die Butter ist auch nicht so schlecht. Hammelkeule. Erdbeeren. So viel Wasser. So viel kann ich mich gar nicht heilen. Milch. Honigwabe. Backkartoffel. Ich habe mich nie in meiner Speisekammer hier umgeschaut. Da ist echt cooles Zeug dabei. So, Tränke, okay. Bringt nicht so viel. Skolarenfutter, also Studentenfutter, okay. Hühnerbein. Ja, da habe ich aber so viele. 16 Äpfel. Das reicht jetzt erstmal. Ein bisschen Inventur kann man ja mal machen. So, jetzt schauen wir mal. Fistech. 390. Das ist ja gar nichts. 65 für 390. Okay, dann nimm verwiesenes Fleisch. Kannst du auch haben. Hier die Tabakspfeife. Nägel. Muscheln zerlege ich lieber, da finde ich vielleicht Perlen drin. Kandelaber kann er noch haben. Kerze könnte ich zu Wachs zerlegen, das habe ich aber genau einmal gebraucht bisher. Sprache, dann braucht es bestimmt. Kann ich vielleicht mal. Was ist das hier? Asche, mein Gott. Was man alles für Scheiß dabei hat. 199 hat er noch. Dann verkaufe ich ihm jetzt noch mehr Essen. Was hast du jetzt davon? Fleisch. Das reicht. So long. Man muss ja auch mal ein bisschen ausmisten. Blickt man ja gar nicht mehr durch. Einen Essensschrank daheim. So, und los geht's mit der Kanalisation von Ochsenfurt. Was wäre denn noch an Quests offen? Genau, den Kräuterkundler, die Kapelle und wo der Händler überfallen wurde. Das können wir aber wann anders auch noch machen.
Ich schau mir jetzt mal die Kommunikation an. Aha, Drowners. Bootprints. Large. Man's most likely. Thought only women came looking for the cursed prince. Slash wounds made by a blade. No monster did this. Das geht ja gut los. Also, verschwundener, verwunschener Prinz ist es wohl schon mal nicht. Und wenn, dann ist er bewaffnet. Oh Gott, eh so viele Pilze. Habe ich auch mehr, als ich brauche. Oh. Oh, no, you don't. Hear me. Don't you dare. Please, don't do this to me. Oh. Shani. Shani! What are you doing here? I'm trying to save his life. Help me. Shani, calm down. He's dead. I'm sure something can be done. Let it go. Damn it! All for nothing. Die kenne ja sogar ich noch aus Witcher 1. Thanks, Geralt. It's good to see you. You too. Lost track of you after I left Vizima. Where'd you go? What have you been doing? Long story short, I've been treating the sick and wounded, as always, mainly at my clinic in Oxenfurt. But in Redania, I'm called on to help the army at times as well. I'll want to hear the long story long, too. Sure. But once we're out of these sewers... Redanian army force you to come here, too? Or are you just down here for a pleasant stroll? Got our orders this morning. I came down here with a whole unit, but something attacked us. What attacked you? Get a good look at it? No. I started running as soon as it appeared. It was huge. Spat venom and made these slurping sounds. That's all I know. Hmm. Doesn't sound like a major necrophage or a pack of drowners. No. This was one thing. Big, but one. Somebody threw a torch at it. Monster couldn't have cared less. All right. Not afraid of fire. Good to know. The soldier. He's someone important to you? His name was Nalls. Supposed to go on leave next week. Now he won't. Nor will the rest of his unit. How many were they? A whole squad. Six brave boys. All dead. Why'd they send you down here? Only if it's not confidential, of course. I need a venom sample. From the beast that prowls these sewers. It doesn't just kill those who come down here, you know. The water in so many wells is contaminated. Folk are getting ill. Redanian soldiers among them. Plan to kill the beast. Bring you a sample of its venom after I do. Nice of you to offer. But I'd rather go with you. Collect the sample myself. Creature's dangerous. You saw what it can do. I'm a big girl, Geralt. I can take care of myself. And you know I'll get my way, so don't try and talk me out of anything. Fine. Your choice. So show me where the monster attacked you. This way. Grating's badly bent. Something large struck it, with a lot of momentum.
I shut it as I fled. The monster must have slammed into it. Glad it held up. Though now we need to find a way around it. Is it worth searching outside? Actually, just hoping the monster's blow weakened one of the walls. What do you want, Geralt? Was willst du? Ja, dir helfen vielleicht. Aber erst mal mich hier noch umschauen. Da ist zugesperrt, okay. Wie Geralt das schon wieder wusste, dass hier die Wand beschädigt ist. Das ist ja super. Careful, monster might still be here. Shani ist cool, die kommt im ersten Witcher schon vor. Ist eine Heilerin in Vizima. Mit den ersten Quests auch zu tun. Also mit den ersten Quests in Vizima. Es fängt ja im Umland an. Genau genommen fängt es in Kaer Morhen an. Geht dann ins Umland von Vizima und dann kommt man nach Vizima. Und da habe ich dann damals aufgehört, weil es erzählerisch echt noch nicht so die Meisterklasse ist, muss man leider sagen. Made by a blade. No monster did this. Da gibt's schon... Da haben sie schon dazugelernt. Die guten Menschen von CD Projekt. Was ist das für ein Zeug an der Wand? Soldiers from your escort? Yes. That's them. Vern, Miklas. Poor boys. Beast doesn't play around, apparently. They saved my life. Know them well. Er ist ganz schön neugierig, Kim, ne? I met this morning. But Vern and I served together at the Battle of Dorian. Miklas only enlisted this Yule. Sorry. Once you kill this beast, we'll have to send someone down here to collect their bodies. Give them a proper burial. What exactly happened? We came in here and Miklas started looking for tracks. Then drowners attacked. The men made quick work of them. But Franz was injured. His leg. He and I stayed behind. I tried to bandage him up while Nahl stood watch. Then that beast appeared. Nahl's pushed me towards the exit and ran at the monster. I turned around and saw him lying there, covered in a sticky substance. I ran back to get him, then dragged him to where you found us. Where was the monster? Well, Miklas and Vern had driven it away from us, and paid dearly for it. Managed to get a look at what attacked you? Everything happened so fast. I didn't get a good look, no. Only saw it from behind. I know it was large and slimy. Gotta look around. Man you patched up, is he here? Franz? I don't see him. Think the monster might have dragged him off? Could have. Beast probably crawled in or out through here. It's deep. Lower level of the sewers has been closed off for years. But Vern, the commander, had a skeleton key. See if I can't find it. Oh, muss ich jetzt da runter? Nee, hier hinten ist noch was. Ja, got the key. Good. Let's get going. Befehl 1548E/246 erteilt von Albrecht Hockenhole. Hauptmann Vern Pallack und seine Einheit erhalten den Befehl, die Kanalisation von Ochsenfurt zu betreten, um Feldärztin Shani auf ihrer Mission zu eskortieren, eine Probe des Toxins zu erhalten, das von der Kreatur ausgespien wurde, die sich dort aufhält und unser Wasser vergiftet. Falls möglich, sollen die Kreaturen getötet werden. So ist der Plan. Muss ich dann hier runter? Ach ne, da drüben war ja zugesperrt und da müsste ich jetzt durchkommen. Und unter mir ist ganz schön was los.
glaube, ich bleib mal bei der Fackel. Das macht's ein bisschen atmosphärischer hier. Legend going around about this monster being a prince turned into a toad, a curse or something. I've heard. A lot of women have fallen for it. I find out who started that rumor, I'll strangle them. So, don't believe it? I studied medicine, not literature. I stopped believing in fairy tales long ago. Ja, als die Medizin sich von der Magie gelöst hat und vom Göttlichen, Mitte des 14. Jahrhunderts, die Leute festgestellt haben, unfortunate romantic came to lift a prince's curse, found a hideous death instead. Die Pest bekämpft man besser mit Wissenschaft als mit Glaube. Hatte auch ihr Gutes, die Pestepidemie. A woman. Must have come here hoping to find a prince. Move. Oh. Guten Tag. Geh weg. Geh weg. Und das gut, mal wieder Level 30 Gegner zu haben. Dann nehmen wir doch mal Katze. Das erste. Das See. Boah, wie viele denn noch? Blumen hatte der dabei. Vielleicht hielt er sich ja auch für den verwunschenen Prinzen. Ah, oh, das ist aber schon ganz schön geil, ey. Über Alien. Mit diesen eingebackenen Leuten in dem ganzen Schleim. A woman must have come here hoping to find her prince. Redanian soldier came down to hunt the beast alone, maybe. Fool. Shani, watch out! Move! Stench. Hideous creatures. You all right? Fine. Look, it's bronze. What's left of him, you mean? What kind of beast would do that? A lot of flowers. Does that mean anything? Well, means our monster doesn't attack them. Seems they get along with whatever's prowling the sewers. Some kind of symbiosis. Interesting. What? Franz had a leg wound, right? Just above the knee. Managed to apply anything to it? Yes. Some spirit, but that was it. Why do you ask? Look, half of Franz's leg is gone. Monster must have chewed it off. Other bodies were untouched, except for the wounds they sustained in battle. Are you suggesting the beast likes alcohol? Mixed with blood. Doubt we'll learn anything else here. We need to find the lair. Right behind you. Odd smell. Blend of alcohol, blood and monster stench. Must have come through here. Monster, das auf Alkohol steht. Came to lift a prince's curse, found a hideous death instead. Woman's corpse, soaked in slime. Beast must have left it for later. Wie blöd sind denn die Frauen in diesem Land? Loads of slime here. Enough for your sample? It'd be more than enough if it wasn't contaminated. Shani, can you get your sample here?
Sure, along with a bunch of dirt, rubble, and drowner droppings. I need a clean sample. From the lab, that would be best. Hast du genug von immer gleichen Trott des Geschirrspülens und Wischens? Bist du es leid, an trockenem Brot zu nagen und Kohl zu kochen? Sind deine Rückenschmerzen kaum auszuhalten, weil du jede Nacht auf dem Boden schlafen musst? Dann ändere dein Leben, und zwar noch heute. Werde eine Prinzessin. Schlafe auf einem Berg aus Kissen, auf einer winzigen Erbse. Fahre in einer goldenen Kutsche mit stattlichem Kutscher, die dir jederzeit zur Verfügung steht. Und hol dir so viele Schuhe, wie du nur verlieren kannst. Und das alles wie von Zauberhand. Die Firma Perrault und Söhne bietet mit Stolz ihre Dienste als Ehevermittler an. Wir garantieren ein persönliches Treffen mit einem verwunschenen Prinzen. Nur diesen Monat zum reduzierten Preis. Perrault und Söhne trägt keine Verantwortung im Falle von sich nach besagten Treffen ergebenden Todesfällen oder Gesundheitsschäden. Das ist ja ganz schön dreist. Also gut. Ah, hier sind auch noch ein paar Sachen zum Aufstöbern. Du weichter Brief. Ronny, ob du es glaubst oder nicht, die Leute sagen, in der Kanalisation von Ochsenfurt lebe ein Prinz, der in eine Kröte verwandelt wurde. Ich weiß, das klingt wie ein Märchen, aber Susi aus Hillop schwört, dass es nichts als die Wahrheit sei und auch Heidemaria das bestätigt. Beide behaupten, der Prinz wäre aus einem weit entfernten Land gekommen, um einer Gräfin den Hof zu machen, doch ihr eifersüchtiger Liebhaber wäre wütend geworden und hätte ihn, da er ein Zauberer war, in eine Kröte verwandelt. Falls ein Mädchen die Kröte findet und seine Froschlippen küsst, soll sich die schleimige Bestie wieder zurück in einen Prinzen verwandeln. Und was dann geschieht, ist klar. Solch ein Prinz ist natürlich kein Dorftrunkenbold, sondern ganz bestimmt ehrenhaft und wichtig. Und er würde jede zur Braut nehmen, die ihn errettet. Also Ronny, wenn du das nächste Mal in Ochsenfurt zum Markt gehst, solltest du unbedingt einen Abstecher in die Kanalisation machen. Wer weiß, vielleicht kommst du als Verlobte eines Prinzen wieder heraus. Deine Freundin Adelberta. Woman's corpse, soaked in slime. Ja, Beast hat nicht ganz geklappt. Body's basically intact, just half covered in slime. Hope the wretch didn't suffer. Gut, dann. Shotty, watch out! Move! Mal die mal noch davon. Den auch noch. So, da hinten kommt auch noch einer. Ja, da hat es aber selber schuld. Nee, stimmt gar nicht. Ich war ja der mit der Fackel. Okay, viel los hier in der Kanalisation. Und Shani kann es auch kaum erwarten, bis wir in der nächsten Folge hoffentlich mehr über das geheimnisvolle Monster herausfinden. Bis dann.